zweite Nacht hatte ich einen furchtbaren Albtraum. Am Morgen wurden meine Gedanken jäh unterbrochen, als es an der Tür klopfte. Sir, Sir, machen Sie auf. Was ist denn, Bates? Machen Sie auf, Sir, ich muss Ihnen etwas erzählen. Warten Sie, Bates, ich bin gleich da. Was haben Sie denn? Es ist furchtbar, Sir. Henry, unser Gärtner, er wurde im Gartenteich gefunden. Beruhigen Sie sich, Bates, wovon reden Sie? Man fand ihn heute Morgen tot im Gartenteich. Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe gesehen, wie seine Leiche geborgen wurde. Wie ist es passiert? Ich habe keine Ahnung. Inspektor Collier wird Ihnen das sagen. Er leitet die Ermittlungen und jetzt möchte er mit Ihnen sprechen. Er gab keinem von uns die Gelegenheit, den Schock zu überwinden, nicht einmal Madame. Wo finde ich ihn? Er wartet im Gemeinschaftsraum auf Sie. Wir sollten besser sofort hingehen, Sir. In Ordnung. Gehen wir. Inspektor Collier? Ja, Samuel Gordon nehme ich an. Ich muss mit Ihnen sprechen. Mr. Gordon, wissen Sie, was passiert ist? Ja, Bates hat mir alles erzählt. Gut. Ich muss Ihnen ein paar Fragen stellen. Können wir? Ja. Haben Sie gestern mit Henry Stanton gesprochen? Ja, ich kam erst gestern an, aber ich habe tagsüber mit ihm gesprochen. Oh, Sie kamen gestern an? Ja, für Williams Beisetzung. Verstehe. Worüber haben Sie mit Stanton gesprochen? Ich weiß es nicht genau. Es war eine ganz oberflächliche Konversation. Kannten Sie ihn von früher? Nein, ich kannte nur Mr. Dickens, Henrys Vorgänger. Das war, bevor Sie das Schloss verlassen haben? Ja, vor etwa 12 Jahren. Okay, kommen wir zurück auf Ihre Konversation gestern mit Stanton. Kam er Ihnen irgendwie seltsam vor, nervös oder aufgeregt? Nein, nichts dergleichen. Er benahm sich völlig normal. Sie meinen also, er wirkte normal? Richtig. Vor dieser Befragung habe ich mit Morris, ihrem Stallburschen, gesprochen. Er sagte mir, dass Stanton gerne einen über den Durst getrunken hat. Ja, das habe ich auch gehört. Madame Victoria hat es auch bestätigt. Was halten Sie davon? Naja, man fand ihn im Gartenteich in den Wasserpflanzen verheddert. Ich weiß noch nicht, wie er dort landete, aber es ist wahrscheinlich, dass er in betrunkenen Zustand hineinfiel. Vielleicht ist er gestolpert, hat das Gleichgewicht verloren und ist ins Wasser gefallen. Möglich. Aber glauben Sie nicht, dass das kalte Wasser ihn geweckt hätte? Nein, genau das Gegenteil. Das Wasser hat seinen Tod herbeigeführt. Er wurde ohnmächtig, fiel in den Teich und das kalte Wasser tat das Übrige. Herzstillstand? Er wäre nicht der erste Trinker, der auf diese Weise ertrunken ist. Die Ironie ist allerdings, dass es nicht in einem See oder einem Fluss passiert ist, sondern in einem kleinen Gartenteich. Tja, man kann sich seinen Tod nicht aussuchen. Wenn Sie keine Fragen haben, will ich Sie nicht länger aufhalten. Danke. Vorläufig habe ich alles, was ich brauche. Würden Sie mich bitte hinaus begleiten? Aber sicher. Bitte sehr, Inspektor. Ich werde jetzt auf Dr. Hermans Bericht warten und dann den Fall abschließen. Danke für Ihre Zeit, Gordon. Gern geschehen, Inspektor. Wiedersehen. Collier will den Fall abschließen. Jetzt, wo Henry tot ist, muss ich einen Weg finden, um an den zweiten Teil dieses seltsamen Objektes zu kommen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Black Mirror. Henry ist tot. Vielleicht wollte er auch einfach nur den Teich sauber machen. Ich weiß es nicht. Teich. Und damit sind wir auch im zweiten Kapitel gelandet. Wie unschwer zu erkennen war. Was mache ich denn jetzt? Er will wahrscheinlich den Pfandschein suchen, ne? Gehe ich doch mal davon aus, dass er das damit eben meinte. Zum Gewächshaus? Gehen wir hier raus. Laut Bates und Collier hatte sich Henrys Leiche in den Wasserpflanzen verheddert.
Aber wie kann er nur darin ertrunken sein? Ja, ich denke mal von alleine nicht. Ich wüsste jetzt zumindest nicht, wie. Ich meine, ich glaube nicht, dass das Ding hier wirklich tief ist. Naja, gut, weiß man nicht. Es gab schon die dümmsten Unfälle. Aber trotzdem, irgendwie zweifle ich das ein bisschen an. Jetzt hat man bestimmt als erstes Morris im Verdacht. Weil die beiden sich ja nicht ganz so gut verstanden haben. Verdammt, wie kam ich denn hier nochmal zum Gewächshaus? Nee, hier komme ich zum Stall. Ach nee, hier runter, ne? Genau. Also ich weiß nicht, ob ich denn muss, keine Ahnung. Ansonsten quatschen wir halt mit den anderen im Haus. Schauen wir mal, habe ich eigentlich noch eine Sache? Ja, alles noch da. Na, da wird jetzt bestimmt nicht zu viel sein. Es ist voller Regenwasser. Es muss gesäubert werden, bevor es wieder verwendet werden kann. Ja, das müssen wir jetzt ja nicht machen. Hoffe ich. So, Schublade. Abgeschlossen. Und das geht nicht. Er ist zu, wahrscheinlich voller Whisky. Henry hat ihn hier versteckt, damit er ihn alleine trinken konnte. Ja. Soll er doch. Okay, die ist verschlossen. Sonst ist hier, glaube ich, gerade auch nichts weiter. Ich habe schon die ganze Zeit die rechte Maustaste. Ah, hier ist noch eine Schublade. Gartenwerkzeug und kleine Säcke mit Düngemittel. Ich sehe nirgends einen Pfandschein. Wo kann Henry ihn nur aufbewahrt haben? In der Schublade ist nichts von Interesse. Du dir sicher, Samuel? Ich hoffe doch. Oh. Pflanzensamen. Vielleicht Bohnen. Dann weißt du schon so genau. Sie sind leer. Bereit zum Bepflanzen. Haben wir diese kleine, und das ist eine Kiste, Metalldose da. Da stehen nur einige leere Blumentöpfe drin. Und es wäre schon cool, wenn wir da irgendwie rankommen. Farbtöpfe und eine Dose mit Pinseln. Wie könnten wir das öffnen? Kiste. Mit dem Messer ging es eben nicht. Ich weiß jetzt auch nicht, ob Henry im Haus irgendwie ein Zimmer hatte oder so. Da wird sie wohl nicht hier geschlafen haben, oder? Warum geht das denn nicht damit? Was soll denn das? Ah, warte mal, Gießkanne. Sie ist mit klarem Wasser gefüllt. Ich möchte nichts gießen. Warum nicht? Vielleicht macht dir das ja Spaß, weißt du ja gar nicht. Jetzt hast du gar nichts mehr. Na. Och Mann. Da habe ich mir jetzt ein bisschen mehr von versprochen.
Hier, wir können doch die Samen. Wir nehmen die Samen und tun die dann in die Töpfchen und dann kannst du gießen. Das hat alles so gar nichts mit dem Mordfall und dem Spiel zu tun. Aber das kommt bestimmt was Hübsches bei raus. Nein, ich weiß gerade einfach nur nicht, was ich machen soll. Gut, wir gehen mal ins Haus zurück. Nee, das machen wir auch anders. Das dauert mir auch zu lange. Ich kann jetzt nicht gehen. Ich kann jetzt nicht gehen. Was? Gar nicht? Ach, man kann ja da hinten noch rum. Ich kann jetzt nicht gehen. Okay, die Lösung ist hier irgendwo. Das ist nur die Frage, warum. Gegangen. Das ist voll der Knaller, Samuel. Sega. Das Laub wird bald verrotten. Die Säcke sind triefend nass. Vielleicht hat Henry vergessen, das Laub zu verbrennen. Wer wohl seinen Job übernimmt, nachdem diese Sache geschehen ist? Mark. Ich kann jetzt nicht gehen. Warum kann ich denn die Karte nicht mehr nutzen? Das ist Quatsch. Naja, gut. Von mir aus. Ging doch vorher auch, oder nicht? Also ich meine auch auf dem Schlossgelände, um wieder zum Haupteingang zu kommen. War mit Morris quatschen. Der freut sich bestimmt über das Gespräch. Wo ist er denn? Ach, guck an. Hallo. Morris, haben Sie einen Moment? Klar. Morris, haben Sie den alten Brunnen zugenagelt, wie ich es Ihnen gestern gesagt habe? Noch nicht, Sir. Ich mache es heute. Es sollte schon gestern gemacht werden. Kein Wunder, dass Henry hineingefallen ist. Wie bitte, Sir? Sie wissen sehr gut, wie ich das gemeint habe. Ich möchte, dass er heute gesichert wird, sonst können Sie sich einen neuen Job suchen. Ist das klar? Sicher, ich mache das schon. Sie brauchen mich nicht anzubrüllen, Sir. Ich weiß nicht, was in mich gefahren ist. Warum habe ich ihn nur so angeschrien? Ich bin gerade leicht irritiert. Von welchem Brunnen spricht er denn jetzt? Von dem Springbrunnen da, den er sauber machen sollte? Also Henry? Oder von dem anderen, der da steht? Das andere ist auch ein Brunnen, oder nicht? Na gut, egal. Was sagen Sie zu dem, was mit Henry passiert ist? War doch eigentlich unvermeidlich. Er hat viel zu viel getrunken. Es musste wohl so enden. Das hört sich an, als ob es Ihnen ziemlich egal wäre. Naja, wir haben einander nicht gerade gemocht. Aber dieses Schicksal wünsche ich keinem. Sie haben ihn gefunden, oder? Ja. Ich musste etwas aus dem hinteren Garten holen. Und als ich am Springbrunnen vorbeiging, sah ich, dass etwas im Wasser war. Ich ging hin, um es mir näher anzusehen, und er war in den Wasserpflanzen verheddert. Außer seinem Mantel konnte ich nichts sehen. Ist Ihnen sonst noch irgendetwas aufgefallen? Nein, wissen Sie, ich bin in Panik geraten. Ich lief zum Schloss, um Bates zu holen. Ich dachte, ich wäre vielleicht verwirrt und hätte es mir bloß eingebildet. Aber es war wirklich Henry. Was passierte dann? Ich fuhr ins Dorf und holte die Polizei. Den Rest kennen Sie ja. Also hat Morris Henry gefunden. Tja, das macht ihn nicht weniger verdächtig. Waren Sie gestern im Stall? Aber sicher. Wo hätte ich denn sonst sein sollen? Das Licht war nicht an. Nun, vielleicht war ich gerade nicht da. Warum fragen Sie? Oh, ich weiß, worauf Sie hinaus wollen. Sie glauben, was mit Henry passiert ist, war vielleicht kein Unfall. Und dass jemand nachgeholfen hat,
damit er in diesem Teich landete. Ich bin vielleicht ein Säufer und ein Querkopf, Sir. Aber ich bin kein Mörder. Niemand behauptet, Sie wären ein Mörder, Morris. Es war nur eine Frage. Na gut, in Ordnung, Sir. Wenn Madame hört, dass Sie mich verdächtigen, kann ich mir gleich einen neuen Job suchen. Hier in der Gegend gibt es kaum Arbeit. Und außerdem, wer stellt schon einen Mann ein, der ein lahmes Bein hat? Ich beschuldige Sie gar nicht, Morris. Zumindest noch nicht. Ich gehe dann jetzt. In Ordnung, Sir. Ehrlich gesagt glaube ich auch nicht, dass das war. Weil irgendwie erscheint mir das viel zu einfach. Das hört sich jetzt doof an, aber naja. Aber wir werden ja sehen. Morris. Ich überlasse ihn seiner. Ja. Ist wohl besser. Ja gut, ich gehe dann mal wieder zum Haupteingang und dann beende ich auch erstmal den Part und wir quatschen dann im nächsten Part mit den anderen Menschen. Ich wollte ein anderes Wort sagen, aber irgendwie hatte ich einen Hänger. Ja, und da müssen wir noch irgendwie herausfinden, wie wir diese kleine Metalldose aufkriegen. Im Stall ist ja auch Werkzeug, ne? Naja, schauen wir mal. Dann danke ich euch jetzt erstmal fürs Zusehen und wenn ihr mögt, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!